Was für eine meditative Motivlage. Great. Und womöglich bei Schizophren gibt es Kreatives, genial zu sehen. Ich glaube, der Ralf arbeitet an der Eurokrise. Der Ralf betätigt sich an der Eurokrise. Aber konstruktiv, nicht destruktiv. Ein Staat davon ist Griechenland. Ich bitte doch darum. Die anderen Stäbe. Ein Stab ist Griechenland. Den gilt es jetzt da einzufügen. Ich denke, was draus wird, ne? Der Zen-Job. Zen-Shop. Nee, der Zen-Shop. Die Wortspiele. Dienen am und für den Menschkunden. Schizophren macht's möglich. Fast! Ich merke den Unterschied. Es gibt Unternehmen, da schmeckt man ihn. Den Unterschied meine ich. Interaktiv mit dem Buschpiloten bei Alpine Schizophren. Quatsch. Oder Quatsch? Nicht Quatsch? Mit dem, der gerne Buschpilot geworden wäre. Achso, mit dem, der gerne Buschpilot. Aber geflogen bei Bertelsmann in Bogota. Geflogen beim Aeroclub Nürnberg. Aeroclub Nürnberg. Sind die auf 500? Ja. Was? Oder mal. Warte, stopp. Kann ich den wechseln? Ja. Ich habe den wechseln können heute, weil ich war schon auf der Bank. Ah, du warst auf der Bank? Können wir einen 500 für wie viel möchtest du was einkaufen? Das sind Luxusprobleme, ne? 150 will ich einkaufen. Da sehr gute Frage. Ist problematisch. Kaufen wir erst die Döner. Schaut's morgen. Dann besser. Morgen ist es auch schon, ja. Alles klar, sehen wir uns morgen. Alles klar. Okay. Legst du mal den 150er Pack zurück? Ja. Ein Easy Rider für die und ein So. Da wirst du doch wirklich zum Mesner, zum Reinhold. Das sind ungelöste Probleme, ne, bei Pizzabrennen. Und der Kunde mit 500 Euro zur Tür rein. Für 5 Euro kaufen möchte. Ja, für 150 Euro. Ja, für 250, wenn er gekauft hätte, ne? Entertainment. Ohne Grenzen. Das sind die Luxusprobleme. Ja. Okay. Jetzt müssen wir ein Brett Dame bestellen. Wir müssen Brett Dame bestellen. Ja. Hallo? Ich möchte bitte die Einlegezöpfe in der Küste. Der Zeltservice. Gut. 25 Euro jetzt. Service-Ecke und mehr. Geht das oder passt eine Tüte? Ja. Passt es. Alles klar. Tschüss. Da lacht der Gunnar und der Geldbeutel. Guten Abend.